Ja, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu diesem Let's Play Klassenquest des Inquisitors. Ja, wir sind jetzt hier auf Drum und Cars. Und ja, wir hatten ja unser eigenes Schiff bekommen. Das hatten wir glaube ich schon weg, oder? Okay, was durcheinander. Egal. Auf jeden Fall sind wir hier auf Drum und Cars. Und ja doch, wir haben unser eigenes Schiff bekommen, natürlich. Denke ich schon, oder? Kommt das noch? Ich weiß es nicht. Ach ja, wir werden sehen. Wo müssen wir überhaupt hin? Ich renne und renne und renne. Wer gibt dich zum Hangar des Sith-Inquisitors? Aha! Reise nach Nashada. Das ist unsere nächste Aufgabe, Kemwal. Ja, warte. Dann machen wir hier einen auf Schnellreise. Zack. Gehen wir hier zum Raumhafen von Drum und Cars. Stimmt, wir haben das Schiff bekommen, aber noch nicht betreten, ne? Sowas gewesen. So. Mal eben unser Fliebertütchen. Ups, warte mal, wir müssen hier lang. Ich habe auch noch Post. Ich schau mal nach, was es ist. Gucken. Ah, Aufräumarbeiten. Schüler, ich bin gemeint. Du kannst dich glücklich schätzen. Ja, danke schön. Und gib mich ein Kohle. Danke. Und das ist Schrott. Löschen. So. Ich vermute mal, wir müssen hier hin. Ups. Gucken. Ja, hier müssen wir lang. So, warte mal. Das Stück laufen wir aber eben zu Fuß. So, Kemwal, komm. In Teufel Atraus. Ja, das sage ich auch immer. Genau, wir haben jetzt unser eigenes Schiff bekommen. Wie genial ist das denn? Ein richtig geiler Flieger. So. Dann betreten wir mal das Schiff. Na komm. So, an Bord. Oh, ich grüße Sie. Ich bin 2VR8, das Mädchen für alles auf diesem Schiff. Sie müssen meine neue Herrin sein. Eine nette, freundliche Herrin. Ich bekomme also ein Raumschiff und auch noch einen Diener? Gar nicht mal übel. Ich bin erleichtert, erfreut, dass Sie mich annehmbar finden. Ich werde Sie niemals enttäuschen. Ich bin für eine Vielzahl von Funktionen programmiert. Darunter unter anderem die Zubereitung von Mahlzeiten, die Schiffswartung, Reinigungsdienste und Etikette. Willkommen an Bord dieses imperialen Abfangjägers der Fury-Klasse. Einem vielseitigen Schiff, das die Manövrierfähigkeit eines Raumjägers mit einer Bewaffnung kombiniert, die auch größeren Militärschiffen trotzt. Sie finden hier alle gewohnten Annehmlichkeiten sowie einen eigenen Kapitänsspind für die Aufbewahrung von Wertgegenständen. Die Astrogationskonsole enthält eine ständig aktualisierte Karte der bekannten Galaxis. Die interstellare Kommunikation wird über das Holoterminal des Schiffs aufgerufen. Wichtige und nützliche Hinweise finden Sie in der imperialen Holonetzkonsole. Und über das Intercom des Schiffs können Sie Ihre Crew über neue Befehle informieren. Haben Sie noch Fragen? Aha, du bist programmiert also auf spezielle Sachen. Naja. Das kann man auch zweideutig jetzt verstehen. warte mal, ich bin bereit aufzubrechen. Kannst du überhaupt kämpfen? Ja, kannst du überhaupt kämpfen? Kannst du wenigstens für Sicherheit sorgen, solange ich nicht an Bord bin? Ich bedauere, dass ich sie im Kampf nicht unterstützen kann.
aber mein Gestell würde dem Stress nicht standhalten. Sollten jedoch Probleme auftreten, die unter Ihrem überlegenen Niveau sind, zögern Sie nicht, sie mir zu melden. Meine Funktion ist es, Ihnen zu dienen. Wenn Sie bereit sind, aufzubrechen, rufen Sie die Sternenkarte auf der Brücke auf. Sie wird die gewünschten Astrokationskoordinaten programmieren und die Triebwerke aktivieren. So. Den Robby haben wir auch. Sehr schön. So, die Brücke hier auf diesem Schiff kann ich mich wunderbar aus. So, warte mal eben. Reise nach Balmora oder nach Shadar? Jetzt weiß ich natürlich wieder nicht, welcher Planet ist der cleanere. Aber ich glaube, Balmora glaube ich nicht. Schauen wir mal nach. Also, Balmora ist Level 16 bis 20. Ja, und jetzt einmal zurück. Und nach Shadar ist Level 20 bis 24. Klar, dann geht es erst einmal nach Balmora. Jetzt reisen. Bist du das, meine Schülerin? Ausgezeichnet. Du bist sicher auf Balmora angekommen. Ich hoffe, du bist bereit für etwas Arbeit. Ich habe eine Idee, wo sich das Artefakt auf Balmora befinden könnte. Allerdings keine angenehme. Ich habe sicher keinen schwachen Magen. Gut, das ist keine Aufgabe für jemanden, der leicht zu beunruhigen ist. Tulak Hort hat das Artefakt in einer Kammer auf Balmora versteckt. Sie wurde später von den Balmoranern zur Lagerung von Giftmüll verwendet. Doch die Kammer wurde im letzten Krieg schwer getroffen. Dort ist jetzt ein Krater, gefüllt mit giftigen Abfällen. Dein Artefakt ist auf dessen Grund. Worauf habe ich mich da nur eingelassen? Ich glaube an dich, meine Schülerin. Du hast schon mal das Unmögliche geschafft. Du wirst es wieder schaffen. Versuch, den imperialen Ressourcenoffizier hier auf Balmora zu kontaktieren. Major Bessiker. Bessiker kennt diesen Planeten und vielleicht hat er einige gute Ideen. Er wird tun, was ich von ihm verlange. Pass nur auf, dass du nicht einen möglichen Verbündeten verlierst. Das Imperium ist ganz mit dem brutalen Aufstand auf Balmora beschäftigt. Offiziell handelt es sich um eine Durchschnittsmiliz. Im Geheimen haben sie die volle Unterstützung der Republik. Ich habe Major Bessiker über die Beteiligung der Republik informiert. Also wird er dich besser unterstützen können. Die Spürhunde der Republik werden sich dir zweifellos in den Weg stellen. Ich vernichte alle Feinde des Imperiums. Das erwarte ich auch von dir. Aber der Krieg ist zweitrangig im Vergleich zu dem Artefakt. Finde das Artefakt und versuch diskret zu sein. Wir wollen ja nicht, dass der gesamte Sith-Orden hinter unserem Preis her ist. Ja, da hast du recht, Sash. Wir werden auf jeden Fall aufpassen. Aber jetzt werden wir erst einmal auf Balmora landen, also, nicht? So. Okay. Dann lass uns mal mich aufsatteln. Und ja, unten rechts seht ihr wieder unsere Aufgabe. Oben rechts seht ihr wieder, wo wir ungefähr hin müssen. Die Richtung, so circa. Wir müssen hier lang. Falsch abgebogen. So. Gut, sprich mit Mage, also nach Shadar ist ja erst einmal, brauchen wir erstmal nicht. Das kommt ja als nächstes der Planet. Wir will jetzt hier erstmal mit Major Bessiker sprechen. Dann müssen wir nochmal gucken. Wo finden wir den Kollegen? In die Richtung. Oh, warte mal, hier müssen wir lang. Geht das so auch mal weg da oben hier? Oh, wir können hier... Endlich eine würdige Schülerin. Ja, das natürlich ich mal weg. Das kann hier irgendwo hin. Was war das noch gewesen?
Das war's dann nächste Mal. In einer der Gefahrenkammern befindet sich etwas von großem Wert. In derjenigen, die aufgesprengt wurde. Ich habe gehört, dass ihr Hilfe gebrauchen könnt. Ah, wer ist dieser Sith? Die Sith kommen selten nach Balmorra. Es ist mir ein Vergnügen. Ich habe nämlich einen Sohn auf Korriban. Hier herrschen schlimme Zustände. Wir müssen Blaster mit Klebeband reparieren. Aber wir können euch helfen, so gut wir können. Mal sehen. Eine aufgesprengte Kammer. Ja. Captain, haben wir nicht noch diese Pumpen? Sir, wenn das die Kammer ist, an die ich denke, wird es nicht so einfach sein. Allein schon die Dämpfe haben manch einen in die Krankenstation gebracht. Gibt es eine Alternative, mit der wir arbeiten können? Wir müssen diese Grube irgendwie weniger tödlich machen. Sagt Captain, gibt es denn nichts, was diesen Giftmüll überleben kann? Naja, Sir, es wächst dort nichts. Aber da wären noch die Kolikoiden. Kolikoiden? Was wollen denn Rieseninsekten mit giftigen Abfällen? Fressen, Sir. Unsere Aufklärungssatelliten haben festgestellt, dass sie sich von Giftmüll ernähren. Wir haben den Verdacht, sie sind erschaffen worden, um das Zeug zu verwerten. Also, wie werde ich zum Kolikoiden? Sir! Nein, Captain, sie hat schon recht. Um auf den Grund dieser Grube zu gelangen, muss sie wie die Kolikoiden werden. Es muss einen Weg geben, euch die Resistenz der Kolikoiden anzueignen, damit ihr die Kammer betreten könnt. Captain, wo wurden diese Kreaturen erschaffen? Naja, ich weiß nicht genau, aber hier in der Nähe gibt es ein balmoranisches Forschungslabor, das von Kolikoiden überrannt wurde, als die Balmoraner es verließen. Aber die Kolikoiden sind bösartige Biester. Ein einziger von ihnen kann einen ganzen Trupp in Stücke reißen. Mit ein paar Krabbeltieren werde ich schon fertig. Wenn ihr es schafft, ins Labor vorzudringen und das Geheimnis der Kolikoiden zu finden, werden wir alles tun, um euch in die Giftgrube zu bringen. Sir, selbst wenn wir herausfinden, was die Resistenz verursacht, hätten wir doch keinen? Darüber machen wir uns später Sorgen. Jetzt muss unser Sith erstmal ins Labor und herausfinden, was die Balmoraner mit diesen Geschöpfen veranstaltet haben. Das werden wir tun. Also, Cam Wall hat also vor Krabbelkäfern Angst. Wir waren gerade dagegen gewesen. So groß und naja, okay. So, warte mal. Begib dich zur Aufzeichnungskammer. Das machen wir jetzt erstmal. Aber wir schauen mal kurz auf die Map, wo wir überhaupt hin müssen. Ja, wir müssen dorthin. Aber wir brauchen eben den Flieger. Der Taxi. Der geht ein bisschen schneller. Zack. Zu Ihren Diensten, mein Lord. Reiseroute und wehe, bestätigt. Der Weg ist wieder falsch. Wir werden es gleich sehen. Ab und zu, ich habe es ja auch schon mal gesagt, nicht? Ab und zu ist es ja so, der Taxi bringt man wieder ganz woanders hin, wo man nicht hin muss. Das ist dann manchmal ein bisschen ärgerlich. Kann man nicht ändern, ist halt so. Ich meine, die Entwickler hatten bis jetzt ja auch nur ein paar Jahre Zeit gehabt, das reicht ja nicht ein paar Jahre. Das Problem zu lösen. So, zack, ein bisschen näher ran hier. Jetzt gucken wir erst einmal, sind wir denn wirklich hier richtig hier? Wir müssen dahin. Das bedeutet, wir müssen... Na, dahin. Und wir sind falsch. Warte mal, kommen wir hier irgendwie... Ich glaube es nicht. Wir müssen hinten irgendwo hin, da irgendwie rein oder so. Das Taxi war wieder mal voll vom Arsch. Wir hätten dahin gemusst mit dem Taxi. Naja. Okidoki, dann fliegen wir mal dahin. Abbiegen bitte. Ja, ganz gut so, ja. Seht ihr, gerade davon gesprochen und tatsächlich mal wieder eingetroffen. Taxi war falsch.
Du bist hier. So. Jetzt sind wir richtig hier unten. Hier müssen wir hin. So. Irgendwie jetzt da. Warte mal. Wahrscheinlich um die Ecke. Und dann wahrscheinlich hier irgendwo. Ah, da müssen wir rein. Hier. Wer war das jetzt? Wo kommt die denn jetzt her? Jungs. Dass sie jetzt so schnell sind, hätte ich ja nicht gedacht, dass wir das mich hier vom Swoop runterholen hier. Das hätte ich nicht gedacht. Okay. So, wir sind drin, ne? Afragebahn. Ah, hier ist das giftige Zeugs. Und da sind die Kolikoiden. Das ist der La Vista, Baby. Bam! Aha! Stufe 16. Kommt her, Jungs. Kommt zu mir. Sehr schön. Oh, da kommen die nächsten schon. Ja, kommt her hier. Komm zu Papa. Sehr schön. So. Kommt her hier. Hinter mir? Nee. Okay. Mal gucken, ob wir jetzt hier hochkommen. Natürlich nicht. Erstmal den da, den machen wir erstmal weg hier. So. So, wir müssen eigentlich nur an die Konsole ran da. Das reizt gerade, das Ding da hochzujagen, das reizt mich gerade unwahrscheinlich. Ja, sag ich auch immer. Kommt her, hier, Jungs. So, ist schön. Also das geht jetzt so schnell, das werde ich jetzt nicht vorlesen. Das, da komme ich die, gegen die Geschwindigkeit komme ich nicht an. Zumindest erfahren wir jetzt hier, wie das hier abläuft, dass die Kolikoiden das Zeug fressen können, ohne zu sterben. Und ich denke mal, jetzt können wir daraus eine Formel machen. Damit es uns genauso ergeht. Und wir gesichert sind. Kehre zu Major Bessica zurück. Das machen wir. Er war ja hier gewesen. Zack. Sorbrick. So, warte mal. Mal aufsatteln hier. Aber wir können mit Sicherheit irgendwas verkaufen. Haben wir hier irgendwo einen Händler in der Nähe? Ja, natürlich nicht. Ach, lass das mal. Noch Platz haben wir ja in der Kiste bei uns. In den Taschen. Mal gucken, ob wir was lernen können. Wir haben ja ein Level Up gehabt. Ja, sie schüttet. Endlich eine würdige Schülerin. Machttempo sehr schön. Und Pine auch sehr schön. So, Pine kommt hier hin. Und Machttempo... ist eigentlich immer hier, glaube ich, nicht? Ne?